Also ich glaube, wir sind im deutschen Immobilienmarkt gut aufgestellt und sind nicht gefährdet unmittelbar von einer Immobilienblase. Ich glaube, die Nachfrage wird weiterhin sich auf stabilem Niveau bewegen und auch weiterentwickeln. Im Ruhrgebiet, auch das ist natürlich meine Heimat, meine geschäftliche Heimat, sehe ich die genauso positiv. Hier bewegt sich sehr viel. Hier leben sehr viele Menschen. Wir haben mit 5 Millionen Menschen im Ruhrgebiet, in der Metropole Ruhr, ein Potenzial, was sich bewegt, was auch ständig neuen Wohnraum nachfragt. Entwicklungen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt ziehen Arbeitskräfte an. Auch neue Neuansiedlungen ziehen neues Arbeitskräftepotenzial an und fragen Wohnungen nach, so einfach ist das.